Hallo, dies ist das Intro-Video zur neuen Serie Semper Responso, in der wir einfach nichts anderes tun, außer Ihre E-Mails beantworten. Responso aus dem Lateinischen für immer antworten. Wir bekommen eine Menge E-Mails am Tag, sodass wir bisher nicht alle E-Mails beantworten konnten. Haben Sie eventuell schon auf unserer Channel-Hauptseite gesehen. Das ist aber tendenziell unfreundlich und das ist eigentlich dann nicht so prickelnd. Hinzu kommt noch, dass sehr viele Fragen, die wir bekommen, recht einfacher Natur sind, sodass sie sich eigentlich in ein, zwei Sätzen beantworten lassen könnten. Also haben wir uns gedacht, warum packen wir das Ganze nicht einfach in ein Video? Das sollte wesentlich effektiver damit für uns sein. Für Sie ist es leider nicht ganz so effektiv, aber vielleicht bringt es Ihnen ja doch etwas. Diese Videos werden nicht geskriptet, sondern frei gesprochen, was sicher zu einer anderen Sprachqualität im Video führen wird. Ferner wird nicht blind jede E-Mail beantwortet. Ebenfalls wird in der Regel nicht auf Kommentare eingegangen zu unseren Videos. Also wenn Sie eine Frage als Kommentar geschrieben haben, so wird das, wenn überhaupt, wie bisher beantwortet, ebenfalls über die Kommentare. Weil wenn wir das auch noch behandeln würden, dann würden wir ja zu gar nichts mehr kommen. Wenn wir mal eine E-Mail überspringen in unserer Übersicht hier, also dann heißt das nicht, dass wir diese E-Mail nicht beantworten wollen, sondern dann heißt das schlicht und ergreifend, dass das keine korrekte Frage war. Denn wir bekommen durchaus auch E-Mails, in der uns Zuschauer einfach nur sagen, dass sie uns klasse finden und natürlich auch andere, das kennen Sie auch schon, E-Mails, wo uns der entsprechende User einfach nur eine linksdrehende Hodentorsion an den Hals wünscht. Sowas wird dann ebenfalls von uns ganz elegant übersprungen. Wenn Sie uns eine E-Mail zugeschickt haben mit einer Frage, allerdings nicht wollen, dass wir diese Frage über ein Video beantworten, dann schreiben Sie das am besten in diese E-Mail rein. Ebenfalls nicht ungewöhnlich, wenn wir mal sagen würden, in dieser Antwort dann, dass wir die Antwort selbst nicht wissen. Wenn Sie dann zum Beispiel als dritter Zuschauer die Antwort haben, so können Sie uns das gerne dann eben dort in den Kommentaren zukommen lassen, beziehungsweise dem Fragenden, oder einfach per Videoantwort antworten. Was ebenfalls oft vorkommen wird, ist, dass wir nur auf ein bereits erstelltes Video verweisen als Antwort. Wir sind inzwischen bei Video 1800 angekommen und langsam wird es eng, etwas zu zeigen, was wir noch nicht gezeigt haben. Deswegen bekommen wir halt viele Fragen, wo wir dann einfach nur noch darauf antworten, von wegen, haben wir schon gezeigt, schau einfach da und danach. Auch hier können wir natürlich keine fertigen Links bringen, sondern wir sagen auch hier einfach nur die Stichpunkte, nach denen Sie suchen können. Dann finden Sie schon das entsprechende Video. Denn zum Teil wissen wir selber nicht mehr, in welchem Video wir das behandelt haben, weil das Ganze schon über ein oder zwei Jahre her ist. Insoweit könnten wir dann selber losziehen und 10 Minuten lang suchen, aber warum sollten wir es machen, wenn Sie es auch können? Okay.